einfach jetzt wieder hier im Schilde. Irgendwas läuft doch hier nicht mit diesem Ding zu. So, wir müssen jetzt mal ihm hier sagen, hallo, mach uns mal bitte die, die Treppe ordentlich. Ah, Professor Quirrells, Unterricht? Oh nein, doch nicht. Oh, durch die... Durch die Falltür. Oh, oh. Okay, das war jetzt ziemlich offensichtlich. Quirrell ist der Böse. Und Fluffy. Ui. Das hörte sich nicht sehr schön an. Also ich glaube ich glaube Fluffy ist doch sehr musikaffin. Also mag nicht jede Musik. Oh, guck mal. Ein Quietscheentchen. Wie wär's damit, Fluffy? Ah. Na gut, dann ist jetzt der Hund wenigstens schon mal ein wenig abgelenkt. Moment, ich nutze wieder den Guardium Leviosa, dann geht das Ganze ein bisschen leichter. Oh, ist das süß. Wie er mit dem Quietscheentchen spielt. Oh. Oh Gott, ist das ein süßes Hundchen. Also wenn er schläft. Wenn er schläft, ist es ein süßes Hundchen. Ansonsten, naja, eher weniger. Okay, ab durch die Falltür. Das Gesicht des Feindes. Moment, ich brauche... Hier, los. Erstmal alle Teufelsschlingen loswerden. So. Hier. Nein, nicht Wingardium Leviosa. Hier. Lumos. So, geh weg, Teufelsschlinge. Geh weg. In Ordnung. So, die beiden sind außer Gefahr. Und ab weiter geht's. Nach unten. Und die Teufelsschlinge geht hier unten noch irgendwie weiter. So, du gehst auch weg. Okay. Nächste Aufgabe, Besen fliegen. Da ist Harry gefragt. Okay, Moment. Oh Gott. Ich und Besen fliegen, schwierige Sache. Echt, wirklich. Ich muss immer ein bisschen gucken, dass ich... So, welcher Schlüssel war das denn? Jetzt muss ich gerade nur selber gucken. Und ein bisschen hier mir die Münzen zurechtsammeln. So. Mal ein bisschen runter hier. Moment. So. Ah, der Schüler in Gefahr. Perfekt. Den hätten wir auch gefangen. Oder bekommen. Huch! Ich wollte euch nicht blenden. Das tut mir leid. So. Dann mal sehen. Ist das der ganz große Schlüssel? Ich glaube, das war der ganz große. So. Wow. Na gut. So. Es ist der ganz große Schlüssel. Gut, das war jetzt kein großes Problem. Aber jetzt kommt das Zaubererschach. Gott, wie ging das denn hier?
Muss ich gerade mal überlegen. Ah, oh, ich darf nicht runterfallen. Das muss ich gerade übergucken. Was kann ich denn? Ah. So, der wurde dann geschlagen, genau. So, der zieht vor. So, du bist dran, ne? Dann ist er hier dran. So. Er haut ab. Ist er gerade in den Turm geflohen? Hier? Ernsthaft? Wie geht es jetzt hier weiter? Das Pferd? Nein. Ach hier. So geht's. Ja. Die Königin macht den Turm platt. So. Der Läufer. Oh, Moment. Ich darf eine Figur wiederbeleben? Hä? Das ist aber nicht so ganz rechtens, glaube ich. Oh, unsere Königin. Ja, wenn es um unsere Königin geht. Oh, Moment. Ich weiß gerade gar nicht, was passiert ist. Ich muss mal ganz kurz pausieren. Einen Augenblick, bitte. So, da befinden wir uns wieder zurück bei der Aufnahme. Ich hatte irgendwie einen kleinen Runtime-Error gehabt. Und ich musste gerade das Spiel neu starten, weil es sich irgendwie nicht mehr, also nicht mehr machen konnte. Und ich musste bis hierhin jetzt wieder weiterspielen. Ja. Wir sind jetzt wieder zurück im Spiel und wir werden jetzt das Schachspiel gewinnen. Und es geht weiter nach vorne. Und Ron bleibt zurück. Oh, und Hermine ist mit dabei. Okay. Ja gut, wir brauchen ja irgendwie Unterstützung dabei, den Stein der Weisen zu holen. Oh nein, es ist Lord Voldemort. So, jetzt müssen wir... Ich glaube, er schleuderte immer Sachen auf uns und wir müssen halt... Au. Aufpassen, dass uns das nicht trifft. Und die müssen wir dann an ihn zurückschleudern. Wo war das, glaube ich? Ja. So, mal gucken. So, Nummer 1. Und dann müssen wir ihn anfassen. Genau, so war das. Alter, das sieht so aus, als ob unter Hogwarts einfach mal der Höllenschlund ist. Oh, wieder aufpassen. Ich glaube, gleich kommt wieder... nein, noch nicht. Wow. Jetzt. Und wieder zurück. An ihn zurückschleudern. Und hoppa, hoppa. Und ihn anfassen. So, wir werden wieder zurückgeschleudert. Einmal müssen wir das noch machen und dann haben wir es gemacht. Boah, das wird ja immer schwieriger jetzt. Bevor wir jetzt in die Lava fliegen. Eieiei. Oh, ich muss aufpassen, nicht, dass ich
von diesen Flammenbällen getroffen werde. Ich meine, das hätten wir jetzt auch alleine geschafft. Aber, ja. Man kann es auch ja zu zweit spielen, tatsächlich. Okay. Oh, ja, genau, das sag ich ja. Ich darf nicht wegfliegen. Oh, und angepasst. Voldemorts Geist, nein! Ja, ein Geist kann keine materiellen Sachen anfassen. Ja. Aber wir haben es geschafft, wir haben den Stein der Weisen vor Voldemort gerettet. So, wie viel fehlt uns noch bis zum wahren Zauberer? Es war nicht mehr viel, ne? 83%. Das ist weg. Insgesamte Stats. Okay, den Schüler haben wir natürlich gerettet. Wir haben Level abgeschlossen. Schüler in Gefahr. Perfekt. Und wir können auch gleich mit der Geschichte weiterfahren. Ich glaube, dann haben wir jetzt das Jahr 1 auch schon beendet. Dumbledore. Mach dir keine Sorgen. Der Stein ist hier in Sicherheit. Gut versorgt. Und ganz viele Bertie Bots wohnen. In sämtlichen Geschmacksrichtungen. So. Das war das Jahr Nummer 1 schon gewesen. Wir haben Hogwarts gerettet. Das erste Mal. Und es bleibt, es kommen jetzt noch hier noch ja, 3 weitere Jahre dazu. Und 9,3% haben wir schon geschafft. Na, was heißt erst 9? Also, ja. Oh nein. Ruckel die Zuckel? Was ist los? Heute ruckelt es irgendwie bei mir andauernd. Ich weiß auch nicht. Ja. Da wir gerade dieses Standbild haben, kann ich ruhig noch weitererzählen. Es wird jetzt mit Jahr 2 natürlich weitergehen. Ach, da geht's schon weiter. Es ruckelt heute aber auch ganz schön. Was ist denn los? Also ich weiß auch nicht. Wird, wie gesagt, jetzt mit Jahr 2 weitergehen. Dann kriegen wir mehr Zauber. Dann können wir auch mehr in den ganzen Leveln dann auch schaffen. Und es wird natürlich jetzt einiges umfangreicher natürlich werden. Gerade da wir jetzt schon viel mehr Zauber auch schaffen können. Hey, das passt doch. Traveler's Tales. Der Entwickler des Spiels. So. Wenn man immer das Spiel anfängt, dann startet man auch wie gewohnt im tropfenden Kessel. Dann kann man sich auch noch mal ein bisschen umschauen und so weiter. Ja, und das war jetzt das Jahr 1. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder, wenn es dann anfängt mit Jahr 2. Ich danke euch fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Abend und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao. Thank you.